Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Reality. Letzte Woche ist es aus zeitlichen Gründen ausgefallen. Diese Woche kommt es wieder, aber ein bisschen später als sonst, nämlich am Samstag. Noble Horse Champion wird diese Woche ausfallen, weil ich jetzt gerade einfach da nicht so super viel machen kann. Und da ich zeitlich gesehen ein bisschen in der Bredouille bin, da es ja nächste Woche mit Planet Zoo losgeht, habe ich das jetzt einfach mal alles so ein bisschen anders strukturiert. So, ich habe mich jetzt leider wieder einige Tage nicht wirklich um meine Pferde kümmern können. Das ist eine Katastrophe. Und es ist extrem voll wieder bei mir. Also es ist gerade echt problematisch. Und ich habe sogar schon wieder neue Fohlen bekommen. Es ist da. Ein bisschen schwierig. Die neuen Fohlen würde ich mir ganz gerne mal durchgucken. Der Reihe nach. Ich werde aber immer so ein bisschen hin und her springen, weil ich wieder im Vollbildmodus bin. Das ist dann einfach ein bisschen unpraktisch ansonsten. So, dieses Fohlen haben wir hier bekommen. Ein Stütchen. GP ist schon mal sehr, sehr nice. Ich habe hier einige meiner Welsh-Pony-Stuten nochmal decken lassen. Wenngleich ich da auch enorm aussortieren muss. Weil ich muss einfach dringend mal gucken. Ich habe wieder extreme Platzprobleme, weil ich ja jetzt ein bisschen mehr auf die Mustangs auch gehe. So, was haben wir hier ansonsten? Vier Very Good. Oh, das ist kein schlechtes Stütchen. Das ist kein schlechtes Stütchen. Auf die oder über die freue ich mich definitiv schon mal. Bräuchte mal, habe ich hier irgendwo ein Ems drin? Ems sowieso. Ems dies und das und jenes? Nein, habe ich nicht. Da muss ich mal ganz kurz ein Pferd raussuchen, was das Kürzel irgendwo hat. So, hier. Nein, ich will nicht das ganze Pferd mit kopieren. Ich will einfach nur, so, zack. Dass ich mir die Fohlen direkt umbenennen kann. Das ist mir gerade relativ wichtig. Ich hoffe, mir fallen auch direkt schöne Namen ein. So. Die würde ich mit auch benennen. Ich habe auch direkt schon eine Idee. Was haltet ihr denn von Kennedy? Kennedy finde ich eigentlich süß. Doch, Kennedy finde ich schön für sie. Also ich glaube, das ist ein guter Name. So, kommen wir als nächstes zu einem Mustang-Fohlen. Könnte ein Roan werden. Von Dancing in the Rain, ein Hengst. Das heißt, da werden wir auch einen Namen mit D nehmen. So. 635er GP ist jetzt nicht so mega gut. Da können wir definitiv deutlich bessere bekommen. Genau, Rowan. Das dachte ich mir schon. Rowan und dann ist drin. Oh, aber 4 Very Good ist ja gar nicht mal so schlecht. Mit D. Donovan. Donovan finde ich cool. So. Dann haben wir hier ein Fohlen von Sweet Girl. Da haben wir ein Knappstrupper-Stütchen. Da muss ich nochmal gucken, weil da wollte ich mir ja immer so schöne nordische Namen raussuchen. Und ich bin da tatsächlich in nordischen Namen gar nicht so bewandert. 677er GP. Das ist okay. Aber es geht eigentlich rein theoretisch auch besser bei den. Hier, eigentlich muss ich Leopard und eigentlich muss ich hier nur die 5 testen beim Knappstrupper. Was anderes kann einfach da nicht drin sein. Dann haben wir ein Average 3 Very Good. Nee, du, das. Die wird wegkommen. Die, da kann ich direkt schon sagen, die kommt in den Verkauf. Dann überlege ich mir doch einfach irgendeinen Namen. Wobei Svea eigentlich. Svea passt. Svea passt. Das ist, glaube ich, was Nordisches. Das finde ich schön. Ein sehr schöner Name. So, dann haben wir hier noch Nachwuchs bei Silvanas. Lucifer finde ich so ein wunderschönes Pferd. Ich finde den so toll. Ein ganz, ganz toller. Ich denke, von ihm werde ich auch Silvanas nochmal decken lassen. Dass hier so eine Farbe rauskommt, das verwundert mich ein bisschen. Ein Rappe. War mit Cream drin.
602er GP ist jetzt nicht so mega gut. Ein very good, ein average. Okay, gut, dann wird sie mich sehr wahrscheinlich auch verlassen. Das heißt sehr wahrscheinlich, sie wird mich verlassen. Auch meinen schönen Namen mit S. Sibylle finde ich super. Aber ich will ein Pferd, was Sibylle heißt, glaube ich, benennen. Was machen wir denn mal mit S? Hier habe ich schon Namen drin, die ich schon mal benutzt habe. Sandrina. Die wird mich also auch verlassen. Warte mal. Hier ist der nicht wunderschön. Ich wundere mich so ein bisschen, warum der... Ja gut, hier sind zwei Average drin, aber die sind trotzdem eigentlich nicht so schlecht. Und der hat sogar drei Average drin. Aber der ist trotzdem wunderschön. Ich versuch's trotzdem nochmal mit Sylvanas. Weil ich gerne die Farbe rausbekommen würde. Okay, nochmal ein Knappstrupper-Nachwuchsfohlen. Ein Hengst diesmal. Ja, finde ich auch Google. Was zur Hölle? Was? Ja, finde ich auch super. Okay. Also Leopard und Pattern. So. 697er GP und ein Very Good. Also ich denke, der wird bleiben. Von Eternity Life. Ist aus eigener Zucht. Was nehmen wir denn da mal? Erik. Erik ist so ein typischer... So ein typisch nordischer Name. Und Nerd Vivel hat auch einen Fohlen bekommen. Auch von Eternity Life. Auch ein Hengst. Bin ich jetzt auch gleich mal gespannt. So, GP von 695. Also kann man auch definitiv mitarbeiten. Und... Hier very good. Also der bleibt definitiv auch. Schicker Kerl. So, also wir brauchen noch einen Namen mit R. Mit E. Der nordisch ist. Nordischer Männername mit E. Erik hatten wir schon. Ich mache mir erstmal nur ein E rein, dass ich dran denke, dass ich da drüber gucken muss. So. Wett. Und da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir noch Halfter draufziehen. Dann können wir vielleicht gleich mal noch direkt die in Shows reinschicken. Ich habe noch zwei Fohlen, die keinen Namen haben. Die keinen Halfter drauf haben, okay. Muss ich mal gucken. Wir gucken gleich einfach mal so ein bisschen über die Pferde drüber. Was ich euch sagen kann, ist, dass ich alle meine Araber verkaufen werde. Denn ich werde meine Araberzucht definitiv auflösen. Ich werde meine Araberzucht auflösen. Das heißt, die gebe ich alle ab. So. Versorgt sind sie ja schon. Das heißt, dann könnte ich sie... Warte mal, ich gucke jetzt erstmal noch über meine Pferde drüber. So, also hier sind noch einige ohne Namen, die ich alle noch zuteilen muss und überlegen muss, ob ich sie behalte oder nicht. Das ist, ja, muss ich mich auch mal noch mit auseinandersetzen. Wie gesagt, meine Araber werden mich alle verlassen. Haben wir hier noch einen Fohlen bei, was bei der Mutter steht? Nee, Isländer habe ich auch gar nicht mehr so viele. Hier noch eins bei Cinderella. Hat aber schon eins drauf. Das hat schon ein Halfter drauf. Da haben wir Svea. Für Tore muss ich auch endlich mal eine Disziplin festlegen.
Bei den Mustangs haben auch alle Namen. Ja, ihr seht es. Also ich habe jede Menge Mustang-Nachwuchs mittlerweile. Bei den Oldenburgern dürfte ich keinen Nachwuchs haben gerade. Nee. Nee, nee, nee. Da ist gerade nichts. Dann müsste ja eigentlich bei den Welsh-Ponys noch was sein. Ja, Ashara hat Nachwuchs bekommen. Da war auch eigentlich schon ein Halfter drauf. Ach, natürlich. Ach, ich bin ja ein Idiot. Ich habe ja eben alle Halfter draufgepackt. Oh. Es ist ein Hengst mit 635er GP. Halt, Rowan muss ich testen, definitiv. Wenn die Mom schon Rowan hat, ja, hat er auch. Von The Wonder of You. Oha. Eidenei. Was machen wir denn da? Der bekommt den verheißungsvollen Namen, aber Top of the World ist eigentlich so lang. Wer ist mit Tiptop? Tiptop finde ich cool. Überleg nur, ob ich es auseinanderschreibe. Nee, ich glaube, ich finde es schöner, wenn es zusammengeschrieben ist. Weil das ist einfach, weil der ist Wahnsinn. Ich überlege gerade, ob man noch irgendwie was hat, was so ein bisschen erhabener klingt. Nee, Tiptop. Eigentlich finde ich das cool. Eigentlich finde ich das wirklich cool. Das ist das, was ein krasses Tier. Krass. Ein richtig gutes Fohlen. So, und jetzt lasst mich nochmal schauen. Da war doch bei den Knappstruppern noch eins, ne? Hier, genau, Cinderella. Die dürfte auch noch nicht im Training sein entsprechend. Doch, die ist aber schon im Training. Was war es denn dann noch für ein Fohlen, was noch kein Halfter drauf hatte? I don't know. Gucken wir mal in die Konfi rein. Wir haben auch noch jede Menge Zeit bei den Knappstruppern und bei den Knappstruppern und bei den Mustangs interessiert es mich gerade am meisten. So, ich schicke hier einfach mal alle Fohlen rein. Sie sind ja alle versorgt. Sie sind zwar nicht trainiert, aber sie sind versorgt. Das heißt, die Fohlen würde ich definitiv gerne reinschicken. Oh, gucke mal hier, Anita. Anita. Erik hat sich direkt hier mal in die Platzierung reingeschoben. Ach ja, ich habe ja nur Fohlen reingeschickt. Dann gucken wir mal durch. Wir können auch noch mal bei den Isländern durchgucken. Da habe ich auch ein paar. Ich komme momentan nicht zum Trainieren. Es ist zum Verrücktwerden. Ich muss versuchen, ob ich das heute noch mal schaffe. Weil es nervt mich, dass ich da momentan zu nichts komme. Das nervt mich wirklich tierisch. So, wir haben hier definitiv einige, die sich ganz gut platzieren. Aber Isländer gibt es mittlerweile halt wirklich wie Sand am Meer. Mit richtig krassen Konfis. Also hier, Hugo the Great, ne? Das ist schon ein Hommage an Hugo. Und hier sehen wir auch diesen wunderschönen neuen Herbsthintergrund, der uns geschenkt worden ist. Jeder von uns hat 5-mal diesen Herbsthintergrund bekommen. Finde ich absolut wunderschön. Ganz toll. So, zu den Mustangs gehen wir jetzt noch. Da schicken wir mal die ganzen Olis rein, weil die... Das ist bei den Erwachsenen, bin ich mir halt nicht genau sicher, welche ich gerade trainiere, welche nicht. So, Donovan. Oh, gucke mal, hier, Donovan, direkt mit 85,194. Das ist schon ein echt gutes Ergebnis. Kimberly, Wendy, Holly, Vajana, Freaky Friday, Sonata, Roadhog. Haben wir hier Nakitano, Taylor, Ben, Next Generation, Netflix, Hayley und Never Say Never sind alle in die Platzierung hier gut reingerutscht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Freut mich. Die sind gut dabei. 85,194. Ah, nein. Von Snappy. Von Snappy geschlagen. Was hat denn der hier? Ja, krass. Was hat der für ein GP? Boah, von dem könnte ich vielleicht mal eine Stute decken lassen.
haben die beide. Der ist nicht getestet. Ganz ehrlich. Warum testet ihr denn? Das ist doch schon wieder Mumpitz. Ich werde einfach mal Colorful Life von ihm decken lassen. Das könnte ein ganz interessantes Fohlen werden. Das nervt mich. Warum lässt man seine Fohlen nicht checken? Gerade die Mustangs, die so bunte Farben haben. Ach, ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Es gibt Fohlen, ja, okay, bei denen verstehe ich es eigentlich, verstehe ich es noch. Huch, jetzt habe ich ein Pferd reingeschickt, was ich gar nicht reinschicken wollte. Da verstehe ich es noch. Das sind die, die einfach nicht so eine krasse Farbvielfalt haben, aber warum lässt man denn die, die vor Farbvielfalt nur so strotzen, nicht reinschicken? Gucke mal hier. Hier, Tipptopp ist gar nicht so gut platziert. Ist gar nicht so tippitoppi. Die beiden hier sind mega drauf. Krass, 86,986. Ja, gucke mal hier. Ich bin momentan noch auf Kurs. Ich bin momentan 608 GP, aber leider nur. Aber ich bin hier mit diesem kleinen Kerl momentan auf Day-Champion-Kurs. Was hat denn der für ein... Oh, der wird ausschimmeln. Wird also ein Schimmel oder ein Apfelschimmel? Das ist interessant zu wissen. Das ist sehr interessant zu wissen. Von March to Victory und Dina. Könnte ein Apfelschimmel werden. Das wäre natürlich mega gut. Dann brauchen wir für den brauchen wir auch noch einen coolen Namen mit M. Da muss ich gar nicht lang überlegen. Bei einem Pferd, was ein Apfelschimmel bzw. ein Schimmel wird, definitiv Miraculix mit M. Finde ich einfach da einen mega Namen für. Und ich würde mal gerne gucken. Ich möchte Miraculix dann auch mal hier den schönen Hintergrund verpassen. Ja, ich dachte, der wäre uns geschenkt worden. Da stand irgendwo, habe ich gesehen, von wegen geschenkt. I don't know. Egal, den kaufe ich mir definitiv. Den kaufe ich mir definitiv auch mehrfach. Weil der ist jetzt gar nicht so teuer. Obwohl doch, der gehört schon zu den teureren, aber nicht zu den ganz teuren. Hier, der hier zum Beispiel, der hat 450 gekostet. Der hier hat auch 450 gekostet. Und der mit Schnee hat auch 450 gekostet. Guck mal hier, also da kaufe ich mal wirklich auch ein paar mehr von, weil den finde ich Bombe. Den finde ich richtig, richtig schön. So, jetzt kann ich den 20 Mal nutzen. Oh ja, bei About Dancer könnte der mega aussehen. Ich glaube, dem verpasse ich den mal. Miraculix möchte ich auch, dass der denn nur kommt. Richtig cool. So, jetzt gucken wir uns das noch einmal an. Einmal bei About Dancer. Ich glaube, mit dem Ja, guck mal, es ist schön mit dem Dunkelbraun. Sieht schön aus, gefällt mir. Und ich glaube, bei Miraculix wird es auch richtig süß aussehen. Ganz, ganz goldig. Ja, ich muss jetzt meine ganzen Fohlen mal durchgucken, dass ich da auch schauen kann, was ich verkaufe und was ich nicht verkaufe. Oh, guck mal, süß, ne? Oh, ganz, ganz goldig. Ganz goldig. Schön. Ja, und dann werde ich das nämlich mal machen. Ich werde mal in einer langen Auflistung dann posten auf meinem Discord-Channel, welche Pferde ich verkaufe. Ich stelle sie jetzt hier noch gar nicht rein. Ich werde einfach erstmal eine Liste machen, welche ich verkaufe. Und dann werde ich da immer Bescheid geben, wenn ein Pferd im Verkauf drin ist. Wie ihr auf meinen Discord kommt, das findet ihr in der Videobeschreibung, den Link dazu. Discord ist kostenlos und es ist einfach super praktisch, sich da so ein bisschen auszutauschen, ob man, wenn man jetzt Fragen bei irgendwas hat oder Hilfe braucht. Da sind einige Leute aus der Community drauf und wir helfen uns alle wunderbar gegenseitig. Kann ich euch also nur empfehlen. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal mit Horse Reality. Tschüss!